Heute möchte ich mein USB-Steckdosen Raspberry Pi Projekt mal vorstellen. Es besteht aus einem Raspberry Pi, der bereits gebootet ist, einem blinkenden WLAN-Stick, einem USB-Kabel, das in die Steckdose führt. Auf der Steckdose sind vier schaltbare Steckdosen. Die zwei linken und rechte werden nur durch den Schalter belegt, also insgesamt sechs. Die eine Steckdose wird bereits belegt für die Spannungsversorgung für den Raspberry Pi. Ich habe jetzt auch schon mal das Programm geladen, mit dem ich mich jetzt verbinde. Und zwar ist das syspmctl-l, habe ich diesen Webserver gestartet und ich kann die jetzt mal der Reihe nach einschalten. Das wackelt jetzt ein bisschen. So. Das war die erste, die zweite, die dritte und die vierte. Jetzt sind alle grün. So, um zu zeigen, dass ich es auch wieder alle ausschalten kann, diesmal über SSH, verbinde ich mich mit SSH. Starte ich wieder meine Webkonsole. Da habe ich schon vorgestellt, syspmctl-f all. So, da müssten alle auf einen Schlag ausgehen. Und das war's. Danke.